Ja, wie gesagt, die Vorlesung Elektrodynamik ist prinzipiell im fünften Semester angesiedelt, ist eine Pflichtlehrveranstaltung. Und was erwartet Sie jetzt in dieser Lehrveranstaltung? Die Lehrveranstaltung ist natürlich klassisch, dass wir elektromagnetische Felder besprechen, beginnend von statischen Feldern bis hin zu den ganz allgemeinen Maxwell-Gleichungen. Und was wir hier sehen, ist schon einmal ein typisches magnetisches Feld. Wir wissen, dass wir magnetische Felder ausmessen können, aber eben nicht im Körper selber, sondern um den Körper herum. Wenn man Dauermagneten hat oder hier, das sind Spulenpakete von einem Magnetresonanztomographen, dann können wir solche Dinge natürlich ausmessen in der umgebenden Luft und visualisieren. Es gibt dazu 3D-Hall-Sensoren zum Beispiel. Wir können aber jetzt nicht in die Kupferspulen reingehen oder wenn wir irgendwelche Strukturen haben. Hier sind es immer nicht magnetische Strukturen, aber man hat zum Beispiel ein Aluminiumschild. In diesen Schild rein können wir nicht messen, müsste man ja ein Loch bohren und beeinträchtigen damit das ursprüngliche Magnetfeld oder wenn wir jetzt irgendein Dauermagnet haben, auch dort haben wir das Problem. Das heißt, wir können dort dann nur die Felder in der umgebenden Luft messen. Wir können die aber diese Felder berechnen und das wird auch im Wesentlichen der Großteil dieser Vorlesung sein, dass wir versuchen, einmal unsere mathematischen Formeln herzuleiten, wie wir Magnetfelder, elektrische Felder und elektromagnetische Felder berechnen können. Wir werden uns dazu Modelle bedienen und unsere erste Aufgabe wird sein, das elektrostatische Feld zu beschreiben. Das elektrostatische Feld, wenn wir dann sehen, ist definiert über diese partielle Differentialgleichung. Das ist hier der Nabla-Operator und der Punkt ist das Skalarprodukt. Wir könnten auch dazu sagen, dass die Divergenz von E ist gleich Rho, die Ladungsdichte bezogen aufs Volumen, daher Dichte, also Volumensladungsdichte durch Epsilon 0. Und das Epsilon 0 ist die charakteristische Materialgröße im elektrostatischen Feld. Und in dem Fall 0, weil wir jetzt das angeschrieben haben für Vakuum. Ist dann auch sehr ähnlich für Luft. Aber natürlich haben auch die elektrischen Materialien, da wird sich das Ganze ein bisschen ändern. Die können wir auch polarisieren. Da müssen wir schon diese Gleichung entsprechend erweitern. Ja, damit haben wir hier schon einmal gesehen, so eine partielle Differentialgleichung. Wir sehen, wir müssen sozusagen die Rechenfertigkeit haben, mit dem Nabla-Operator umgehen zu können. Der kann jetzt auf einen Vektor angewandt werden über das Skalarprodukt, über Vektorprodukt, dann die Rotation von einem physikalischen Feld, in dem Feld das magnetische Feld. Und wir sehen, das ist gleich jetzt wieder an einer Materialgröße des μ0, die Permeabilität des Vakuums mal J. Und J ist die Stromdichte. Das heißt, wir haben zum Beispiel hier einen Leiter, durch den ein Strom fließt, mit einer gewissen Stromdichte J in Vakuum oder umgebende Luft ist sehr ähnlich, es unterscheidet sich kaum und das erzeugt uns dann ein Magnetfeld und der Zusammenhang ist hier über diese partielle Differentialgleichung zu sehen. Wir werden sehen, dass wir solche partiellen Differentialgleichungen umschreiben können in eine Integralgleichung. Das heißt, ich kann dann zu einem beliebigen Aufpunkt R, einem beliebigen Punkt im Raum, das Magnetfeld berechnen, wobei ich hier dieses Integral auswerten muss. Und da kommt schon einiges vor, wieder unser J, in dem Fall auch mit einem Vektorprodukt ER. ER ist der Einheitsvektor von diesem R-Tilde, also genau gesagt ER-Tilde. Und das R-Tilde ist genau der Abstand zwischen diesen Aufpunkt oder Beobachtungspunkt, wo wir das Magnetfeld berechnen wollen, und dann Quellpunkt. Und wir müssen über
das gesamte Quellgebiet integrieren. Und wir sehen, wir haben hier eine Skalierung sozusagen mit 1 durch R Tilde Quadrat. Ja, damit wissen wir auch, wie das Magnetfeld beispielsweise abnimmt und dergleichen. Das sind einfach jetzt einfach zwei exemplarische Gleichungen hier. Was wir hier auch noch haben, wir werden sehen, das elektrostatische Feld, dieser reines Quellensenkenfeld, und wir können das über ein Skalarpotenzial, unser elektrisches Skalarpotenzial, beschreiben und aus dem elektrischen Feld durch Integration von einem Bezugskoordinatenpunkt integrieren wir zur Position R. Das elektrische Feld E ist ein Wegintegral, wie wir hier sehen, und bekommen dann das Skalarpotenzial an dieser Position R. Ja, was für uns heißt, dass wir wirklich ein bisschen uns, bevor wir mit den physikalischen Feldern beginnen werden, das sehen wir auch hier dann in der nächsten Folie, Wiederholung machen werden über Vektoranalysis, Vektoralgebra, Differentialrechnung, Integralrechnung, krummlinige Koordinaten. Oft ist es sinnvoll, nicht in kartesischen Koordinaten das Ganze zu berechnen, sondern in Kugel- oder Zylinderkoordinaten. Und eine wichtige Funktion, die wir immer wieder mal bei den Herleitungen brauchen werden, ist die Dirac-Funktion oder auch Delta-Funktion bezeichnet. Ich werde es noch einmal wiederholen. Wir werden das eine oder andere auch ein bisschen rechnen. Das wird dann noch einmal ganz stark in den Übungen von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Ihnen angegangen. Wichtig ist nur, dass wir uns im Klaren sind, dass das eine Vorlesung ist, wo wir sehr viel Physik drin haben, um wirklich elektromagnetische Felder zu verstehen, aber auch sehr viel Mathematik. Und nur, wenn wir beides beherrschen, haben wir eine Chance, elektromagnetische Felder wirklich zu verstehen. Deswegen eben noch einmal diese Wiederholung. Das sind sicherlich Dinge, die Sie alle schon einmal gehört haben, aber vielleicht nicht mehr ganz so abrufbar sind. Und deswegen macht es Sinn, dass wir so eine Wiederholung machen. Das erste große Kapitel wird dann die Elektrostatik sein. Das ist fast das größte Kapitel von dieser Vorlesung, weil wir dort eben sehr viele Methoden kennenlernen werden, die wir dann in ähnlicher Weise auch auf das magnetische Feld anwenden können. Ja, und man sieht schon, was wir immer wieder auch in so einem physikalischen Feld haben, was ist die Divergenz von dem Feld, was ist die Rotation. Das ist zwar eine mathematische Operation, gibt uns aber sehr viel physikalische Einsicht und daher sehr wichtig für uns. Wichtig sind auch immer für jedes physikalische Feld die Grenzflächenbedingungen, was ist, wenn wir den Übergang haben von Material 1 auf Material 2, wie ändert sich da das elektrische Feld, was kann an dieser Grenzfläche alles passieren. Dann natürlich sind die Größen Arbeit und Energie immer entscheidend. Ja, und dann natürlich gehen wir auch in eine Richtung, wo wir versuchen, mit Methoden, hier in diesem Fall Methode der Spiegelladungen oder Multipolentwicklung, eben auch entsprechend analytische Lösungen finden. Für viele Problemstellungen wird es eben nicht möglich sein. Wir beschränken uns hier aber in der Elektrodynamik auf Problemstellungen, wo man doch vielleicht manchmal nur approximativ und etwas vereinfacht die Problemstellung dann ändern, um doch zu einer analytischen Lösung zu kommen. In theoretischer Elektrotechnik werden wir dann auch numerische Lösungsverfahren kennenlernen. Ja, und wie gesagt, das ist so der Beginn, was wir im Wesentlichen alles erst einmal besprechen werden im Vakuum. Aber natürlich wissen wir, wir haben polarisierbare Materie auch. Das heißt, da geht es dann über, dass auch polarisierbare, elektrisch polarisierbare Materie im Raum ist. Ja, und dazu werden wir dann die zweite physikalische Feldgröße einführen. Also wir starten hier mit dem elektrischen Feld, oft auch als elektrische Feldstärke E bezeichnet, und sehen dann, wir brauchen dann noch eine zweite physikalische Größe, die dielektrische Verschiebung, natürlich auch ein Vektor, und zwischen diesen zwei Größen gibt es ein Konstitutivgesetz, ein Materialgesetz, und das werden wir eben genau für diese polarisierbare Materie besprechen.
In der Elektrostatik haben wir ortsfeste Ladungen, die dieses elektrische Feld beschreiben. Was passiert aber dann, wenn sich diese Ladungen bewegen können, aber nach wie vor insgesamt das physikalische Feld stationär ist? Stationär heißt, dass es zeitlich konstant ist. Ja, das heißt, wir haben dann nur unter Anführungszeichen die Abhängigkeit dieses elektrischen Feldes oder Strömungsfeldes als Funktion der Koordinaten, kartesische Koordinaten x, y, z und nicht der Zeitvariablen t. Wir werden sehen, dass wir hier das elektrische Strömungsfeld sehr ähnlich, wie gesagt, ist dem elektrostatischen Feld, aber eben der ganz große Unterschied, wir haben bewegte Ladungen, aber die führen jetzt zu einem Strom, der zeitlich konstant ist und damit zu einer Stromdichte, die zeitlich konstant ist. Auch hier werden wir dann wieder schauen, wie kommen wir auf die beschreibende partielle Differentialgleichung, welche Grenzflächenbedingungen haben wir, wir haben ein allgemeines Materialgesetz, was wir hier einführen werden mit dem wesentlichen Materialparameter elektrische Leitfähigkeit. Ja, und das wird oft angewandt, um eben Erder auszulegen wie Kugel- oder Staberder. Ja, und werden uns auch dann noch kurz beschäftigen, wie wir Medien haben, wo sich nicht nur die Leitfähigkeit von einem Berechnungsgebiet zum anderen ändert, sondern auch die Permittivität. Aber wie gesagt, nach wie vor sind wir hier im stationären Bereich, das heißt keine Abhängigkeit der Feldgrößen von der Zeit. Das nächste physikalische Feld wird dann das magnetische Feld sein. Auch hier zunächst einmal die Einschränkung auf ein zeitlich konstantes magnetisches Feld. Wir haben ja diese Gleichung da vorne schon einmal gesehen, diese Differentialgleichung oder die integrale Darstellung. Das heißt, Ströme erzeugen ein magnetisches Feld. In dem Fall ist es noch ein Gleichstrom und damit haben wir ein statisches magnetisches Feld. Ja, und wie wir sehen, wenn wir dort Ströme in Leitern haben und der Magnetfeld, dass da eine Lorentzkraft wirkt und wir das Magnetfeld prinzipiell mit diesem Biot-Savart'schen Gesetz berechnen können. Und das ist genau dieses Gesetz, was wir hier eigentlich haben. Und die sind äquivalent, wenn wir das mit den Randbedingungen noch hinbekommen. Sie wissen, eine partielle Differentialgleichung bringt uns erst dann eine eindeutige Lösung, wenn auch die Randbedingungen definiert sind. In dem Fall ist es dann eine partielle Differentialgleichung, wo das Magnetfeld im unendlichen Null ist und wir keine entsprechenden Störkörper dort haben. Dann können wir das genauso berechnen, nicht nur durch Lösen dieser partiellen Differentialgleichung, sondern durch Lösen dieser Integralgleichung, also unseres Biot-Savart'schen Gesetzes. Auch im Magnetfeld natürlich ist etwas komplizierter, werden wir auch sehen, denn es ist inhärent ein sogenanntes Wirbelfeld, die Divergenz unserer magnetischen Flussdichte B oder allgemein werden wir einfach des Magnetfeldes sagen, ist eben Null und damit ist ein reines Wirbelfeld. Wir können das beschreiben auch über Vektorpotenzial. Ja, und auch hier natürlich klassisch wissen wir gerade Übergang Eisen, was ferromagnetisch ist auf Luft, haben wir Grenzflächenbedingungen, auch die werden wir uns herleiten und schauen, wie sich dort das Magnetfeld ändert, beziehungsweise die Magnetfeldlinien sich ändern, wenn man so einen Übergang haben zwischen zwei Materialien mit unterschiedlichen Materialeigenschaften, in dem Fall eben die magnetische Permeabilität. Auch hier werden wir kurz schauen, wie man vielleicht über Multipolentwicklung zu Gleichungen kommen, dass man halt in einer gewissen Entfernung relativ einfach, aber effizient das Magnetfeld berechnen können. Und das hilft uns auch, denn das Magnetfeld ist ja, wird ja mikroskopisch erzeugt, aber wir wollen hier immer makroskopische Beschreibungsformeln haben. Ja, und solche magnetische Materialien werden wir dann sehen, können wir auch entsprechend beschreiben. Wir werden sehen, dass das sehr ähnlich ist von der physikalisch-mathematischen Beschreibung wie polarisierbare, elektrisch polarisierbare Materie, hier magnetische Materie, die wir magnetisieren können. Natürlich, klar, der große Unterschied,
von der Natur des physikalischen Feldes. Wir haben ein Quellen-Senken-Feld, was das elektrostatische Feld ist, und hier haben wir ein klassisches Wirbelfeld. Wir können das Ganze auch sehr schön, wie wir es eigentlich in der Elektrotechnik auch kennen, Netzwerktheorie, auch magnetische Netzwerke einführen und sehen, wie wir aus den Feldgrößen zu Netzwerkgrößen kommen, um eben gerade jetzt bei der Auslegung von einem Sensoraktor oder irgendeinem elektromagnetischen System sehr schnell einmal zu einem ersten Ergebnis zu kommen. Das letzte Kapitel ist dann erst wirklich die Elektrodynamik, sprich, wir haben jetzt zeitabhängige physikalische Größen, und dort werden wir sehen, dass diese physikalischen Felder, das elektrische Feld und das magnetische Feld, miteinander interagieren, und wir dann auch sehen werden, dass das Magnetfeld in seiner Natur sich nicht ändert. Es bleibt natürlich ein entsprechendes Wirbelfeld, aber das elektrische Feld hat dann neben dieser klassischen Quellen-Senken-Komponente auch eine Wirbelkomponente, was dann eine sehr spannende Sache ist und für uns sehr wichtig ist, denn wir werden sehen, dass zeitlich veränderliche Magnetfelder sogenannte Wirbelströme erzeugen können in einem leitfähigen Material wie Aluminium, Kupfer und dergleichen, und dann haben wir schon diese Interaktion, und die Interaktion geht sogar noch etwas weiter, das werden wir dann auch sehen, und das führt dann dazu, dass wir auch elektromagnetische Wellen berechnen können. Natürlich, auch hier spielen diese Größen wie Energie, elektromagnetische oder generell Kräfte eine wichtige Rolle, und das werden wir uns auch gemeinsam entsprechend anschauen. Ja, soweit zum Inhalt, wie gesagt, von der Vorlesung her sicherlich ein sehr anspruchsvoller Stoff von der Physik als auch von der Mathematik. Wir werden beides kombinieren, denn unser Ziel ist ja, diese Felder zu beschreiben, auf entsprechende Formeln zu kommen, wo wir dann auch wissen, wann dürfen wir sie anwenden, wo sind die Einschränkungen, und wenn wir sie anwenden können, wie können wir diese Integrale oder vielleicht auch manchmal differenziellen Darstellungen in Form von partieller Differentialgleichung entsprechend analytisch lösen, um so wirklich die Möglichkeit zu haben, diese elektromagnetischen, elektrostatischen, elektrischen Strömungsfelder, magnetostatischen Felder oder eben kombinierte elektromagnetischen Felder auch visualisieren zu können und hier ein Verständnis zu bekommen. Ja, kurzer Überblick über das ICTE, das Sie natürlich schon bestens kennen sollte aufgrund der anderen Grundlagenvorlesungen. Das ist ganz nett gewachsen in letzter Zeit, wie wir hier sehen. Besonders freut mich auch, dass wir viele studentische Mitarbeiter mittlerweile haben, die ja Größenordnung 10, 15 Stunden bei uns angestellt sind und bei Forschungsprojekte mitarbeiten. Vielleicht einmal in diese Richtung, was Sie natürlich kennen, sind unsere Grundlagenvorlesungen im Bereich der elektromagnetischen Felder. Wie gesagt, haben wir unsere klassische Elektrodynamikvorlesung. Das ist die Vorlesung, wo Sie sich heute hier befinden. Und dann auch im Wintersemester, im siebten Semester eingeplant, dann die Theorie elektromagnetischer Felder, also Theory of Electrical Engineering, was aber im Wesentlichen eine Erweiterung dieser Elektrodynamik ist. Im Prinzip wäre eigentlich eine Bezeichnung elektromagnetische Felder 1 und 2, glaube ich, sinnvoll, aber so ist einmal die Historie. Das heißt, dort werden wir dann noch etwas weitergehen, dort auch numerische Methoden kennenlernen, aber auch noch erweiterte analytische Beschreibungsverfahren kennenlernen. Ja, und dann haben wir natürlich auch sowas wie ein elektrodynamisches Labor für Grundlagenversuche, elektrodynamische Grundlagenversuche. Das findet im Sommersemester immer statt. Manchmal verschieben wir es auch ein bisschen rein in den September, sodass es vielleicht für mehrere leichter ist, hier teilzunehmen, wo wir 8 sehr spannende Versuche haben und wo Sie dann auch im Labor wirklich einmal Messungen durchführen können oder Simulationen, um sozusagen diese ganze Komplexität elektromagnetischer Felder, bis sie noch direkter wahrnehmen können. Und natürlich haben wir eigene Vorlesung in Richtung Computational Electromagnetics und dann diesen Block Multiphysics. Wir machen sehr viel gekoppelte Feldsimulation, sehr viel Forschung drauf, haben auch sehr viele Industrieprojekte, wo wir eben auch koppeln
gerade zum thermischen fehlt bzw. zum mechanischen fehlt. Typisch Leistungshalbleiter, der Tod ist ein mechanischer Tod, kommt aber dadurch, dass einmal dort die Ströme fließen, aufgrund der Ströme in diesen Halbleiter sich diese erwärmen und aufgrund des thermischen Feldes es dann zu thermomechanischen Spannungen kommt. Das heißt, das ist ein klassisches Beispiel für ein gekoppeltes Feldproblem, wo wir schon sehen, dass wir auch von anderen physikalischen Feldern, gerade in der Elektrotechnik, hier Wissen haben sollten, um derartige Bauelemente auslegen zu können oder eben auch noch schöner optimieren zu können und das vielleicht mit entsprechenden Verfahren. Deswegen haben wir hier auch zwei Vorlesungen im Bereich der Optimierung, die wir anbieten. Und dann gibt es eben auch noch, weil das auch sehr verwandt ist, ob ich jetzt eine elektromagnetische Welle habe oder akustische Welle, ist natürlich ein gewisser Unterschied. Die akustischen Wellen sind ein bisschen einfacher, weil sie eben reine Longitudinalwellen sein können, aber auch Transversalwellen dazukommen, wenn man Viskosität mitnimmt. Elektromagnetische Wellen, wie wir wissen, sind inhärent natürlich Transversalwellen. Und hier haben wir eine Vorlesung in Richtung Strömungsakustik. Einfach erklärt, wenn ich mit Ihnen rede, dann entsteht aus der Strömung, die wir aufbauen durch Druck zwischen Lunge und Umgebung, entsteht eine Strömung. Die Stimmlippen werden angeschwingt, angeregt durch diese Strömung, klassische Fluid-Struktur-Interaktion, aber aus der Strömung kommt sozusagen unsere menschliche Stimme. Also nicht, weil da Stimmlippen schwingen wie ein Lautsprecher und klassisch dann aufgrund einer schwingenden Membran, der hier das akustische Feld erzeugt wird, sondern wirklich Strömung aufgrund der Strömung. Und neu dann ab Sommersemester, dass wir auch hier im Bereich numerischer Simulation, in dem Fall dann fokussiert auf die Akustik, eine Vorlesung und auch immer natürlich zu diesen Vorlesungen gibt es Übungen anbieten. Ja, wir sind in verschiedenste Curricula integriert, sei es Elektrotechnik, elektrotechnische Wirtschaft natürlich, in verschiedensten Vertiefungsmodulen, auch bei Elektrotechnik-Toningenieuren und natürlich Information und Computer Engineering. Und wie gesagt, in diesem Bereich freuen wir uns auch immer wieder, wenn Sie bei uns Bachelor-Masterarbeit machen, die sicherlich sehr spannend sind und die wir immer versuchen, auch mit Forschungsprojekten zu koppeln. Wir haben eine eigene Software entwickelt, die mittlerweile ungefähr seit 20 Jahren entwickelt wird. Das ist gemeinsam mit vielen Doktoranden und Postdocs und natürlich auch studentischen Mitarbeitern entwickelt worden ist. Heißt OpenCFS, deswegen jetzt OpenCFS, weil sie frei zugänglich ist. Da ist diese Webseite, das heißt, das ist Open Source. Sie können dann nicht nur die Executable runterladen, sondern auch den Source Code. Und Sie sehen, da kann man schon eine ganze Reihe von physikalischen Feldern und gekoppelten Feldern berechnen. Deswegen nehmen wir es auch eine Multiphysics-Software. Im Wesentlichen steht dahinter die Finite-Elemente-Methode, die sozusagen die Methode ist, um partielle Differentialgleichungen zu lösen. Die partiellen Differentialgleichungen, die uns ja diese physikalischen Felder beschreiben. Neben der ganzen Theorie und der Simulation haben wir mittlerweile auch eigenes Labor, wo wir sehr vieles mittlerweile machen können. Ich gehe da vielleicht gleich mal neben verschiedensten technisch hochkomplexen Messgeräten haben wir natürlich hier auch mittlerweile. So, ist jetzt passiert, ist mir. Haben wir einige Messaufbauten, gerade in Richtung Materialcharakterisierung, und da muss man ganz offen sagen, da sind natürlich elektromagnetische Eigenschaften von Materialien, wie zum Beispiel von elektrischen Blechen. Das sind diese Bleche, die hier eingeschoben werden. Hier sieht man an jedem Schenkel Spulen. Da befindet sich Erregerspule und der Messspule, und über die Erregerspule wird dann das Magnetfeld hier erzeugt und wir können dann direkt über den Strom auf die magnetische Feldstärke H schließen und aufgrund der Messspulen und der damit verbundenen induzierten Spannung auf
beschließen, magnetische Flussdichte, und können dann diese Hysteresebedingungen herausbekommen, messtechnisch, und damit können wir auch in der Simulation unsere Hysteresemodelle fitten, sodass man dann auch mit wirklich praktisch relevanten Materialmodellen physikalische Felder berechnen können, wie zum Beispiel, wie schaut das Magnetfeld in so ein Transformator aus. Das ist jetzt ein Testaufbau, wo wir versuchen wirklich zu verstehen, wie das Magnetfeld in den Blechen ausschaut. Die Bleche sind hochkomplex aufgrund ihrer Herstellung, werden wir auch in Kürze dann noch sehen bei einem Projekt. Ja, und weil wir eben im Blech nicht messen können, versucht man eben hier Streufelder zu messen oder eben dann doch Bohrungen zu machen, wo wir dann Messspulen einbringen, um dort Magnetfelder zu messen. Ja, ein ganz typischer Aufbau, um hochgenau magnetische Felder vermessen zu können, natürlich in der umgebenden Luft, ist dieser Aufbau hier mit einem 3D-Hall-Sensor. Das heißt, wir können alle drei Komponenten des Magnetfeldes erfassen und hier einen optischen Sensor. Mit Hilfe des optischen Sensors können wir dann auch genau bestimmen, an welcher Stelle wir das Magnetfeld vermessen. Das ist sehr wichtig, eben wie gesagt, für Materialparameter, aber auch natürlich, um hier für Testaufbauten die Magnetfelder zu vermessen und zu schauen, ob unsere numerischen Simulationen auch diese Messergebnisse ergeben, was eine ganz wichtige Sache natürlich ist. Ja, und im Bereich der Akustik sind wir sehr stark auch unterwegs im Bereich von akustischen Metamaterialien, also Absorbern mit Schwerpunkt, die kommen vor allem niederfrequente Schallfelder, die im Wesentlichen ja Lärm sein, ob das jetzt von Autos kommt oder von Zügen oder von Ventilatoren, was auch immer, möglichst effizient absorbieren. Da sehen wir das noch einmal, da ist wirklich das Schöne, dass ja, die Elektromagnetik eben noch bis zu einem gewissen Grad wir ganz tolle mathematische Modelle haben, aber wie gesagt, ja, wir haben immer noch kein Verfahren, um ohne die Probe zu beeinträchtigen, in die Probe reinzuschauen und dann wirklich diese Magnetfelder auch sehen zu können. Was man hier sieht, ist so ein Elektroblech, und hier sieht man sogar die einzelnen Bezirke, die wir haben in dem Fall, und dann auch, wie wir ja wissen, diese einzelnen Kornstrukturen sind aufgebaut durch Einheitszellen, wie man es oft bezeichnet. In der Elektromagnetik nennen wir das weiße Bezirke. Und das ist die Walzrichtung, da haben wir die besten magnetischen Eigenschaften, da haben wir relative Permeabilitäten, wer damit schon was anfangen kann, bis zu 10 hoch 5, also gigantisch. Und was auch sehr interessant ist, 90 Grad dazu, ist nicht unbedingt die schlechtesten Magneteigenschaften. Für diese hochgezüchteten Bleche hat man etwa bei 60 Grad, also hier ist 0 Grad, ist Walzrichtung, und 60 Grad runtergeklappt hat man eigentlich, wenn man hier die magnetischen Eigenschaften misst, wird man sehen, dass man hier meistens die schlechtesten Eigenschaften haben. Ja, und damit ist es schon hochkomplex, das heißt, wir haben sozusagen anisotrope Materialeigenschaften. Eigentlich, um genau zu beschreiben, müssen wir dann noch hysteresebedingungen die beschreiben, ja, und die sich auch lokal noch ändern. Und wenn man jetzt so einen Transformator anschaut, dann kann man diesen sicherlich nicht komplett auflösen. So ein Leistungstransformator hat tausende von Blechen, ein Blech hat eine Stärke von 0,3 mm, also können wir da nur so mit kleineren Aufbauten, wie ich es eben da gezeigt habe, wie hier versuchen, und selbst da haben wir Millionen von Unbekannten wirklich Simulationen durchzuführen, um zu wissen, wenn das Magnetfeld hier erzeugt über die Spule, die über diesen Schenkel hier angebracht ist, in Walzrichtung geht, muss es natürlich dann an dieser Ecke, man nennt das an L-Joint, also L-Verbindung, das ist ein T-Joint, also T-Verbindung, wie das von den einzelnen Blechen in diese Querbleche übergeht. Und wo wir die wesentlichen Verluste lokal haben und wie könnte man die Geometrie hier oder eventuell auch die Materialeigenschaften ändern, um möglichst die Verluste noch zu verringern. Also das sind dann schon hochkomplexe Simulationen, die hier durchgeführt werden, und Optimierungen,
Und wir können eben nur sehr restriktiv Messungen durchführen, weil wir eben kein, ja, sagen wir mal, so wie ein Röntgenverfahren haben, wo wir in das Blech reinschauen können und die Magnetfelder messen können. Anderes Beispiel, auch sicherlich sehr spannend, jetzt was die Elektrodynamik betrifft, ist hier elektromagnetische Bremssysteme. Das sind Notbremssysteme. Die Bremse hier ist im Wesentlichen genau dieser Aufbau hier, das aus Eisen ist, das sehr gut ferromagnetisch ist, und dann eine Spule, das war es eigentlich schon. Und dann haben wir den Luftspalt, der einfach natürlich vorhanden ist zur Schiene selber. Und wenn jetzt eine Notbremsung erforderlich ist, wird diese Spule Strom durchflossen mit einem sehr hohen Strom. Es wird hier das Magnetfeld erzeugt, es schließt sich über die Schiene und aufgrund der elektromagnetischen Anziehungskräfte setzt diese Bremse dann direkt hier auf, und durch die Reibung natürlich habe ich dann eine unglaubliche Bremskraft und kann innerhalb kürzester Zeit auch bei hohen Geschwindigkeiten ganze Züge zum Stehen bringen. Und hier ist natürlich auch immer die Frage, wie können wir das noch besser designen, um das eben genau in einer gewissen Geometrie von einem neuen Zug oder Straßenbahn, U-Bahn unterzubringen, wo wir das Gewicht vor allem auch reduzieren, aber natürlich diese Haftkraft, wie man es bezeichnet, nicht reduzieren. Da sieht man so ein Ergebnis von so einer 3D-automatischen Optimierung mit unserem Programm. Da sieht man, dass eben hier von diesem Aktor sehr viel an Eisen weggenommen wird, wir ganz eine spezielle Formgebung hier beim Polschub bekommen, und damit haben wir es wirklich geschafft, Größenordnung 20, 30% vom Gewicht einzusparen und dazu sogar noch eine etwas höhere Haftkraft zu bekommen. Das sind Projekte gemeinsam mit Knorr Bremse, gibt es eine Österreich-Niederlassung in Wien, die die Vorentwicklung macht für neue Bremssysteme. Ja, und hier vielleicht noch ein anderes Forschungsprojekt. Es gibt das sogenannte Silicon Austrian Lab für elektromagnetische Verträglichkeit, das GEMC. Das G steht für Graz. Und gemeinsam mit dem Elektronikinstitut und Hochfrequenztechnikinstitut haben wir hier diese sehr spannende Aufgabe: Wie können wir vor allem elektronische Schaltungen teilweise auch richtig in den Leistungsbereich rein so designen, dass die elektromagnetische Verträglichkeit gegeben ist, wenn wir in der Nähe entsprechende Kommunikationseinrichtungen haben, dass diese nicht beeinträchtigt werden. Also wie kann man möglichst effizient sozusagen hier, wenn vor allem Schaltvorgänge stattfinden mit sehr kurzen Zeiten, also hohen Frequenzen, erzeugen die natürlich auch elektromagnetische Wellen, die natürlich dann Kommunikationseinrichtungen beeinträchtigen. Und wie kann man generell hier Simulationsumgebung aufbauen, die dann sehr effizient ist? Wir machen teilweise 3D-Simulationen, die aber extrem aufwendig sind, und unser Ziel ist hier Modellordnungsreduktion, sodass man von diesen 3D-Simulationen auf Modelle kommen, die man beispielsweise in SPICE dann simulieren können, die aber immer noch parametrisiert sind, sodass man diese 3D-Simulationen nur einmal durchführen müssen und dann über die Parametrisierung eigentlich auch eine Optimierung von diesen elektronischen Schaltungen machen können in Richtung elektromagnetische Verträglichkeit, hier möglichst diese zu erreichen. Ja, das sind die vier Forschungsgruppen auf meinem Institut. Hochfrequenztechnikbereich haben wir gerade diese Anwendung hier gesehen, elektromagnetische Verträglichkeit. Der Thomas Bauernfeind leitet diese Forschungsgruppe. Dann haben wir eben eine große Forschungsgruppe im Bereich Multiphysical Modeling and Simulation, also Mehrfeldprobleme, geleitet vom Klaus Roppert. Dann den Bereich Aeroakustik und Fiberakustik, geleitet vom Stefan Schoder. Und dann eben der Bereich Optimierung inverse Probleme von der Alice Köstinger-Reinbacher. Ja, ich hoffe, dass da interessante Dinge für Sie auch dabei sind. Und ich hoffe, dass Sie sich auch ein bisschen motiviert haben, mit diesem nicht ganz so einfachen Stoff, mit denen wir uns dieses Semester auseinandersetzen werden in dieser Vorlesung, dass Sie da auch Begeisterung zeigen und ja, auch die Knochenarbeit dann durchführen. Denn nur über die Knochenarbeit kommen wir dann wirklich zum Verständnis
Und das ist doch bis zu einem gewissen Grad aus meiner Sicht Knochenarbeit, Elektrodynamik. Das war schon zu meiner Zeit so, wo ich in Graz studiert habe, eines der wirklich härteren Vorlesungen, weil wir eben versuchen, wirklich elektromagnetische Felder zu modellieren, zu berechnen, brauchen viel Mathematik dazu. Und deswegen ist es auch so, mir liegt es daran, dass sie die Physik und die dazu notwendige Mathematik wirklich verstanden haben. Auswendig lernen ist uninteressant, deswegen ist die Prüfung eine mündliche Prüfung, wo wir entweder über WebEx oder in Präsenz uns unterhalten, Größenordnung 30 bis 40 Minuten. Und ich habe da immer durchgehend Blocktermine. Was Sie jetzt betrifft, wird der erste Blocktermin Ende Jänner, Anfang Februar sein. Und diese gibt es natürlich auch im Sommersemester und durchgehend auch im Wintersemester, wo ich pro Monat dann immer so Größenordnung ein bis zwei Tage prüfe. Und da können wir schon einige Studierende durchbringen. Unterlagen sind keine erlaubt, brauchen wir auch nicht, außer ein Blatt oder mehrere Blätter Papier, wenn es über WebEx ist. Sonst, wenn man es in Präsenz machen kann, schreiben Sie bei mir auf die Tafel und wir können darüber diskutieren. Der Inhalt, wie gesagt, ist Verständnis. Ja. Wir haben sehr viele Formeln, die wir herleiten werden, besprechen werden. Gewisse Grundformeln sollte man abrufbar haben, werde ich immer wieder dann was dazu sagen. Wenn Fragen offen sein, gerne. Es wird ab und zu vielleicht auch ein Beispiel sein, aber nicht, dass man komplett durchrechnet. Da geht es, damit ich sehe, dass in Ansätzen sie verstanden und wie man an diese Problemstellung rangeht. Und ich habe auch bereits hochgeladen, und das werden wir auch gemeinsam durchbesprechen, am Ende dieser Vorlesung typische Fragen eben für diese Prüfung, damit sie sich auch entsprechend vorbereiten können. Ja, was auch wichtig ist, ist Literatur. Da kann man ganz klar sagen, obwohl es tolle Bücher gibt, da sind viele aufgelistet, würde ich wirklich sagen, das beste Buch ist von David Griffiths, Introduction to Electrodynamics. Gibt es auch eine deutsche Auflage, wenn man sich mit Englisch schwer tut. Ich empfehle eher die englische Auflage, aber das bleibt Ihnen überlassen, die befinden sich in der Bibliothek. Aber man wird die englische Auflage auch im Internet finden, muss man auch auf die richtigen Seiten gehen, sollte ja für Sie kein Problem sein. Kann man sich herunterladen als PDF. Sehr viele Beispiele auch drin. Man kann auch das PDF finden, wo die Beispiele durchgerechnet sind. Wir werden nur einen Teil des Buches durchmachen. Der zweite Teil, wo ich auch dieses Buch natürlich empfehle, ist theoretische Elektrotechnik, dann die darauf aufbauende Vorlesung. Andere gute Bücher, klar, das klassische Buch ist von Hoffmann im Springer Verlag, das elektromagnetische Feld, auch ein sehr tolles Buch. Vielleicht nicht ganz so verständlich aufgebaut, das ist wie von Griffiths, aber auch sehr zu empfehlen. Und sicherlich sehr zu empfehlen auch das Buch von Lehner, war Professor an der Universität Stuttgart, Elektromagnetische Feldtheorie, auch mit Beispiele drin. Theoretisch sehr anspruchsvoll, aber für die, die wirklich für Feldtheorie dann die große Begeisterung entwickeln, ist sicher Stratton. Stratton ist das Buch aus meiner Sicht, wenn es um wirklich die theoretischen Aspekte geht. Und Simony, ja, TU Budapest, auch ein klassisches Buch, sieht man schon sehr alt, wenn man da hinschaut, der aber sehr umfassend von der Netzwerktheorie über Feldtheorie bis zu Wellen alles beinhaltet. Das ist jetzt bei den anderen Büchern nicht so, da ist meistens die Netzwerktheorie ausgeblendet und das ist wirklich Feldtheorie mit wirklich detaillierter Diskussion der Maxwell'schen Gleichungen, wie kommt man drauf, wann dürfen wir sie anwenden, Berechnungen dazu etc. Also wie gesagt, ich empfehle wirklich dieses Buch oder eben die deutsche Auflage dazu, aber es ist immer gut, wenn man auch in andere Bücher mal reinschaut. Derzeit haben wir ja Folgendes, dass wir diese Vorlesung hier ja aufzeichnen.
Diese ganzen Folien stehen Ihnen auch im Teach Center zur Verfügung. Und langfristig heißt jetzt innerhalb des nächsten Jahres sollte wir so weit sein, dass wir Ihnen auch ein Skriptum zur Verfügung stellen. Gibt es Fragen bezüglich des Ablaufes, bezüglich, was ich da ein bisschen erzählt habe, über die Prüfung, sonstiges? Ja, genau. Also die Frage ist hier drin, wird aufgezeichnet. Gerade ist der Teil aufgezeichnet worden. Ich glaube, dann sollte man eigentlich kontinuierlich übergehen in den Teach Center. Ja, wenn Sie da in den Teach Center reingehen, ja, dann sehen Sie da schon einmal generell die Informationen, dass wir eben heute über WebEx einmal beginnen. Wichtig ist, morgen verwende ich die Übungseinheit, um auch eine Vorlesung zu machen, damit wir etwas voranschreiten und die Überlappung mit der Übung dann bestens gegeben ist. Ich würde vorschlagen, dass ich morgen diese Vorlesungseinheit auch über WebEx mache, von 14 bis 16 Uhr. Und dann aber nächste Woche wäre meine Vorstellung dann doch im Hörsaal stehe. Vielleicht können Sie mir irgendwie ein Zeichen geben. Sie haben ja die verschiedensten Smiley-Zeichen, am besten Hand rauf oder Hand runter Zeichen einfach einmal reingeben, damit ich ein bisschen eine Idee bekomme, wie Sie die ganze Situation sehen. Sie wissen, 3G-Regel gilt. Am Eingang des Hörsaales werden Sie kontrolliert. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn sich viele dafür begeistern könnten, dass wir doch uns auch in Präsenz in diesem Wintersemester endlich sehen. Wie gesagt, in Präsenz heißt aber für mich in dem Fall, dass ich eben nicht mich so frei bewegen kann, wie ich gern möchte und gewohnt bin, sondern dass ich eben dort am Pult genauso verkabelt bin und die Leute, die dann nicht kommen können oder wollen, über WebEx das mitnehmen können. Gut, bitte mir ein bisschen ein Zeichen geben über Smiley oder Hand drauf, also Daumen rauf am besten gesagt, werden Sie auch finden, oder Daumen runter, wenn wir das. Ich würde es so machen, was ich jetzt sind 81 Teilnehmer. Ich kann auch ganz offen sagen, wie das vorher bei meinem Kollegen Oskar Piro war, beziehungsweise letztes Wintersemester habe ich diese Vorlesung schon gehalten. Ja, das reduziert sich eigentlich relativ schnell auf 30 bis 40 Teilnehmer. Die war ja rein online letztes Wintersemester und dann wäre es so, dass wir gar nicht mehr zwei Gruppen brauchen. Was ich jetzt machen würde, nachdem ich doch einige positive Meldungen hier sehe, ich würde sozusagen hergehen und zwei Gruppen einrichten, die beschränkt sind auf 60 Teilnehmer. Ja, und dann eben die Gruppe 1 kann dann nächste Woche bereits in den Hörsaal kommen. Die Gruppe 2 muss das dann noch über WebEx mithören. Und sobald wir sehen, dass das im Wesentlichen insgesamt den Hörsaal unter 60 schrumpft, vergessen wir die Gruppen und sie kommen einfach. Und ich hoffe nicht, dass dann wieder eine Erhöhung ist, beziehungsweise hoffen würde ich es immer. Ist ja schön, wenn Sie teilnehmen an der Vorlesung, aber ich glaube dann eher, dass so ein Kern übrig bleibt von etwa 40, maximal 50 Studierende. Wie gesagt, es wird alles aufgezeichnet. Das sehen wir dann auch gleich. Sie haben auch Zugang zu den alten Aufzeichnungen vom letzten Wintersemester und damit, ja, wenn es Ihnen einmal nicht ausgeht oder generell Sie sagen, Sie schauen sich lieber Aufzeichnungen an, steht Ihnen das ja zur Verfügung. Okay. Ja, Informationen bezüglich der Übungen kommt in Kürze. Wie gesagt, diese Woche noch nicht. Nächste Woche sind ganz normal Übungen. Sie müssen sich dort auch in Gruppen, werden Sie in Gruppen, beziehungsweise Sie müssen sich in einer Gruppe einschreiben. Wir haben zwei Gruppen. Eine wird von Klaus Robert und die andere von Paul Baumgartner betreut. Und alle
Näheren Informationen finden Sie auch dann im Teach Center zur Übung dazu. Ja, die Anmeldung ist so. Also ich werde jetzt im Teach Center heute Nachmittag zwei Gruppen machen für die Vorlesung und Sie haben dann Zeit bis Montag, sich dort einzutragen. Und wir würden dann nächste Woche, sprich nächsten Mittwoch um 10.15 Uhr unsere Vorlesung haben im Raum I1 in Feldgasse 18. Den kennen Sie sicher. Wird auch über WebEx übertragen. Und die Gruppe 1 kann dann dort in Präsenz teilnehmen. Gruppe 2 bitte über WebEx. Aber ich gehe davon aus, dass die Gruppen so schrumpfen werden, dass man dann einfach die Gruppeneinteilung ab der dritten, vierten, spätestens fünften Vorlesung vergessen können und die wirklich die Kerngruppe, die übrig bleibt, einfach jede Woche kommen kann. Am Anfang, wie gesagt, jede zweite Woche. Die Gruppe 1 beginnt nächste Woche und dann der Rest, wie gesagt, wird dann über WebEx teilnehmen bzw. schaut sich die Videos an. Da sehen Sie hier noch einmal bei Terminen, die Vorlesungsaufzeichnung, wie gesagt, Wintersemester 2021 finden Sie hier. Ich gehe einfach einmal hier rauf. Dann sehen Sie schon, das ist unser YouTube-Channel vom ICTE und Sie sehen, dass da alle Teile oben sind. Die Vorlesung ist fast inhaltlich gleich. Was ich letztes Wintersemester noch nicht gemacht habe, waren die magnetischen Netzwerke. Die kommen heuer noch dazu. Dafür ist eben der Teil Vector Analysis etwas geringer, weil wir uns da geeinigt haben, dass das auch sehr, sehr ausführlich in den Übungen mit praktischen Beispielen gemacht wird. Okay. Ja, wie gesagt, das ist hier und die Aufzeichnungen, die wir dieses Wintersemester machen, drücken Sie auch rauf, ist natürlich noch entsprechend leer. Da werde ich Woche für Woche die Aufzeichnungen hier hochladen und da haben Sie dann die Playlist für Elektrodynamik für das Wintersemester 21/22. Ja, Sie haben alle möglichen Unterlagen, vor allem hier die Vortragsfolien. Das sind alle Vortragsfolien bereits für das gesamte Semester. Es gibt auch eine Formelsammlung. Nachdem wir wirklich viele Formeln auch haben werden und dadurch besprechen, herleiten etc. werden, glaube ich, ist es ganz gut. Hilft Ihnen vielleicht bei der Vorbereitung, um die sich anzuschauen und zu sehen, aha, die Formeln, wie komme ich auf die Formel und dergleichen, ist, glaube ich, ganz gut. Oder auch herzunehmen, wenn man das eine oder andere Beispiel durchrechnet. Auch Lösen von Integralgleichungen, typischen, die wir hier brauchen werden, wird man dort finden. Und wie gesagt, mögliche Prüfungsfragen und Beispiele für die Prüfung ist auch schon hochgeladen. To-be ist hier nicht vernetzt in der Form, weil wir es gesehen haben, dass für die meisten Studierenden es einfacher ist, dass man eben unseren YouTube-Kanal verwendet. Deswegen hier diese beiden Links. Das heißt, noch einmal die Aufzeichnungen vom letzten Wintersemester haben wir in diesen Playlist von unserem YouTube-ICTE-YouTube-Kanal und die von diesem Wintersemester werde ich jeweils wöchentlich hier hochladen. Der WebEx-Link, vollkommen richtig, der bleibt. Ja, also das ist mein Dienstraum von WebEx von der TU Graz. Der bleibt, ist auch hier sozusagen noch einmal auch drinnen für die Vorlesung. Und wie gesagt, nicht nur heute, auch morgen treffen wir uns dort drin. Ab nächster Woche dann parallel, wenn Sie nicht im Hörsaal sind, ist es dieser WebEx-Link, also wieder mein persönlicher Raum dort. Und die anderen, die kommen, sind im Hörsaal anwesend. Genau. Okay, gibt es sonst Fragen?
zur Durchführung der Vorlesung, wo Sie was finden. Eigentlich sollte alles hier sein. Wenn Sie Fragen haben, natürlich auch immer möglich, schnell mir eine E-Mail schicken. Und so können wir vielleicht auch die Beschreibung, die wir hier haben im Teach Center, verbessern, wenn irgendetwas unklar ist. Okay.